Guck mal, Familie kommt. Meine Mutter gibt mir gerade Zeichen, ob sie schon reinkommen kann. So ist das. Wir mussten die Kinder rausschmeißen, damit wir in Ruhe drehen können. Euch? 2 Minuten, Mutti, sind gleich fertig. Merkt man sofort, dass der Chef die Nudeln gekocht hat. Pak Choi! Choi! Das ist Pak und das ist Choi. Und das ist so ein geiles Gemüse, Leute. Wir werden demnächst mal ein Video dazu machen. Was war das jetzt? Das war einfach, damit es cool aussieht. Herzlich willkommen! Es gibt wieder mal ein Video auf meinem Kanal und ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Du hoffentlich auch. Natürlich. Und der Mann hinter der Kamera, der freut sich sowieso über jeden Klick. Der ist so voller Engagement und naja, egal. Andere Geschichte. Aber was machen wir heute? Das ist das zweite Video, was wir heute abdrehen. Ja. Da oben könnt ihr sehen, haben wir schon ein Video gemacht. Das Milchreis-Video solltet ihr euch unbedingt auch mal anschauen. Und damit wir natürlich auch ein bisschen zeitangemessener arbeiten können, machen wir heute das zweite Video. Wundert ihr euch jetzt nicht, dass wir das gleiche Outfit anhaben und vielleicht die Küche nicht so aufgeräumt ist, wie es eigentlich sein sollte. Aber jetzt kommen wir zum Video an sich. Das ist ein Hammerrezept, wozu ich euch gerne was erzählen möchte. Und zwar bin ich vor vielen, vielen Jahren auf der FIBO gewesen und da waren Bodybuilder, den ich mir angeschaut habe, so wie das halt ist, wenn man als Fan da hinkommt und man sieht die ganzen Bodybuilder, dann bin ich zu dem hin, weil ich den halt so super fand. Und vielleicht der ein oder andere, der schon länger in der Bodybuilding-Szene unterwegs ist, der vielleicht auch ein bisschen älter ist von euch Zuschauern, der kennt ihn, ist der Andreas Münzer, der leider sehr früh verstorben ist und ja, jedenfalls war der an seinem Stand, so wie wir auch schon in den vergangenen Jahren da gestanden haben und war am Essen. Und dann bin ich da hin und so und oh, wollte ein Foto haben. Und dann guckte ich die ganze Zeit auf sein Essen und habe ihn dann gefragt, was er da isst. Und dann hat er zu mir gesagt, ach, das ist ein ganz einfaches Rezept. Das sind Nudeln mit Thunfisch. Aha. Und dann hat er mir damals auf der FIBO das Rezept verraten. Total easy, total einfach. Also schneller und einfacher kann man keinen Nudelsalat machen. Der ist so einfach, dass ich dich eigentlich gar nicht brauche. Ja, danke. Also könntest, nein, bleib ruhig hier. Und wer schnippelt das Ganze? Du? Na, du willst hier gleich doch Zwiebeln schnippeln. Mit Tränen in den Augen. Nein. Ja, dann kannst du hier mal rein vor der Kamera. Aber zum Rezept selber. Wie gesagt, ist ein Nudelsalat mit Thunfisch. Das heißt, für alle Thunfisch-Fans, ja, man kann Thunfisch auch trinken und einen Mixer machen, wie Markus Rühl. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Man kann den Thunfisch auch mit einem leckeren Nudelsalat essen. Ihr habt also hier eure Kohlenhydratquelle, die Nudeln. Ihr könnt wahlweise natürlich auch Vollkornnudeln nehmen oder irgendwelche Nudeln, die euch besser schmecken. Ich bin halt so ein Oldschool-Fan. Ich habe halt als Kind schon diese gekringelten am liebsten gegessen hier. Spiral. Und das Spiralnudeln, okay. Mhm. Und dabei bleibt es natürlich. Und ihr habt eure Proteinquelle, den Thunfisch. Und je nachdem, in welcher Phase eures Bodybuilding-Daseins ihr euch befindet, kann ich halt mehr Kohlenhydrate, mehr Eiweiß reinmachen in den Salat. Das bleibt am Ende euch überlassen. Um das Ganze noch ein bisschen abzuschmecken, kommt dazu Gewürzgurke und so ein bisschen von dem Gewürzgurken-Essig, der hier drin ist. Zwiebeln gehören rein für den Geschmack und Mais. Wobei, du weißt ja, was ich von Mais halte. Der kommt bei mir immer gelb oben rein und so wie er oben reingekommen ist, kommt er unten bei mir auch wieder raus, oft. Also, aber Mais... Das wollen wir bestimmt nicht wissen. Nein, können wir rausschneiden. der möchte das auch im Salat nicht haben, ne, diesen Mais. Jedes Mal muss ich für ihn immer separat ohne Mais machen. Na, ich mag den Mais schon und ich habe ja auch diesen Nudelsalat immer mit Mais gegessen. Ja, ich muss nur, alles wieder raus. Ja, aber ich muss immer jeden Korn auch richtig zerbeißen. Was? Sonst wandert der durch mich durch, der Maiskorn. Also egal, das muss man nicht verstehen, Leute. Gut. Ja, wie gesagt, das sind alle Komponenten, total einfache Sache. Ihr könnt natürlich noch ganz individuell das verfeinern. Rote Paprika zum Beispiel. Gut, ich weiß, die ist jetzt gelb, aber Paprika können wir halt noch dazu machen. Also stellt euch einfach vor, die wäre rot. Ich denke, Lauchzwiebeln könnte man auch nehmen, oder? Lauchzwiebeln kann man natürlich nehmen.
Manche machen da auch Oliven dran. Also es gibt zahlreiche Möglichkeiten. Aber das Grundrezept, so wie ich das halt damals beim Andreas kennengelernt habe, das waren halt diese Komponenten. So hat er das gefuttert. Und genau so machen wir es eigentlich auch. Und das Einfache dabei ist halt, ihr müsst die Nudeln kochen und die Zwiebeln schneiden. Da müsst ihr halt ein harter Hund sein, damit ihr nicht die ganze Zeit am Heulen seid. Es gibt auch Tipps und Tricks. Echt? Ja. Zum Zwiebelschälen? Schneidet. Ja, damit man nicht weint. Naja, gut, egal. Ist ja jetzt nicht meine Aufgabe, das darfst du ja machen. Das juckt dich ja nicht, ne? Und genau. Das ist es schon. Also Hammerrezept, absolut lecker. Und das Schöne ist, man kann es halt auch super in Tupperdosen transportieren und es wird halt nicht so schnell schlecht. Da ist halt jetzt keine Komponente dran, die irgendwie schnell schlecht wird. Deswegen kann man es halt auch super mitnehmen. Für unterwegs eine geile Mahlzeit. So, ich muss gerade mal meinen Milchreis umrühren, der ja im Backofen ist. Ach so, ja, das ist dann das andere Video, von dem wir gerade gesprochen haben, was wir vorher gedreht haben. Aber dazu müsst ihr natürlich meinen Kanal abonnieren. Am besten auch die Videos liken. Und dann könnt ihr euch auch das andere Video anschauen mit dem Milchreisrezept. Dann Wasser in einen Kochtopf. Ja, wie Nudeln gekocht werden, wisst ihr jetzt, oder? Das müssen wir euch nicht im Video zeigen. Wenn der Justin einen Zeitraffer anmachen. Nudeln kochen kann doch jeder. Übrigens, kennt ihr eigentlich das hier? Ja. Oh. Die Dinger sind so geil. Ja. Wie heißen die? Pak Choi. Pak Choi. Das ist Pak und das ist Choi. Und das ist so ein geiles Gemüse, Leute. Wir werden demnächst mal ein Video dazu machen. Ja, weil es gibt eine Lieblingsmahlzeit. Das stimmt. Und die Mahlzeit gibt es auch bei mir im Coaching. Hammerrezept. Ja. Müsst natürlich ein bisschen mehr kochen. Aber dann erzähle ich euch, was man aus diesen Topfpflanzen noch so machen kann an Gemüse. Aber das Zeug schmeckt richtig geil. Topfpflanze? Ja, keine Ahnung. Jedenfalls, das ist Pak und das ist Choi. Und demnächst erzählen wir euch, was man damit machen kann. Das geile Rezept, was mir so gut schmeckt. Ja. Muss ich euch mal zeigen. Echt Hammer. Okay. Nudeln. Also Jungs, heute habt ihr noch ein bisschen Pause, aber das nächste Mal müsst ihr dran glauben. Nee, die werden heute Nachmittag schon zubereitet. Kriegst du schon heute gibt es schon Pak Choi. Also ja, wer isst denn da den Nudelsalat? Justin isst ja keinen Thunfisch. Mein Kameramann mag keinen Thunfisch. Das mag doch jeder Thunfisch, oder? Also jeder, der das Video jetzt schaut, mag Thunfisch, oder? Ich kann es nachvollziehen. Also so im Salat bin ich auch kein Fan von Thunfisch, deshalb. Aber das Gute ist immer, dass unsere Geschmäcker sich komplett unterscheiden, weil wir essen uns nichts gegenseitig weg. Nix. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich liebe Grünzeug, könnt hier alles könnt da reinbeißen in den Topf. Aber er sagt, was willst du mit diesem Gras auf meinem Essen? Außer die Jungs Pak und Choi, die mag ich. Die mag ich, ja. Und das kannte er die auch nicht. Mir angetan. Und er ist auch so ein Typ, wenn er was nicht kennt, was ist das denn? Ja, was der Bauer, was hast du gesagt? Da bin ich wie mein Vater. Was der Bauer nicht kennt, isst er nicht. Und das bei so einer kochengagierten und begeisterten Frau wie mir, die echt gerne viel unterschiedliche Sachen aus vielen kulturellen und anderen Ländern ausprobiert, das konnte ich echt Ja, das wundert mich auch, dass ich das gegessen habe. Ja. Das wundert mich echt. Wobei, ich habe es ja deiner Mama auch gesagt. Ich habe gesagt, die Mutti, hier, musst du mal probieren, richtig lecker. Sie so, naja, ging so, sie mochte es nicht so. Aber ja, wer sie weiß, hat das auch falsch zubereitet. Hat. Genau, sie hat es mir erklärt, habe ich gesagt. Meine Mutter kann einen guten Grünkohl machen, aber ein Pak Choi kriegt es wahrscheinlich nicht hin. Genau, Grünkohl. Aus welchem Land kommen die Jungs eigentlich? Das kommt aus dem asiatischen Bereich. Ach, na, super, da bin ich auch noch drauf gekommen. Ja. Also, wenn der Klugscheißer sich jetzt das Video angucken, woher kommen Pak und Choi? Ich weiß es nicht genau, kann man aber auch googeln. Also, ja, ich finde es dann irgendwie raus. So, mein Nudelwasser köchelt. Ich mache jetzt einfach mal hier Pi mal Daumen die Nudeln rein. Die brauchen nicht so viel, weil die Nudeln werden ja echt immer nach dem Kochen noch mal doppelt so groß. Das wissen die doch alle. Ja, aber ich meine, aber doch nicht so viel. Dann hat man zu wenig von den Beilagen da drin. Deswegen mache ich das nicht viel. Ist doch egal, das können wir machen, wie sie wollen. Vielleicht will auch einer eine Dose Thunfisch. Weißt du was, du kannst die Videos nächstes Mal alleine drehen. Vielleicht will auch einer eine Dose Thunfisch mit einer Nudel essen. Der weiß alles besser. Schau mal, Leute, wenn ihr das so macht, eine Dose Thunfisch und eine Nudel, dann ist es ein Low-Carb-Nudelsalat. Wenn ihr allerdings
die ganzen Nudeln nehmt und eine Dose Thunfisch, dann ist es ein High-Carb-Nudelsalat. High Carb, ja, nur damit ihr den Unterschied kennt. Ne? Das gucken auch Leute vielleicht wegen mir zu, nicht nur wegen dir hier. Wegen Low-Carb, dir. High-Carb, ja? Kein Mensch guckt das Video wegen dir. Danke. Sollte da jetzt irgendeiner dabei sein, der das Video wegen ihr guckt, der soll das bitte dann in den Kommentar reinschreiben, damit du siehst, wie wenig Fans du hast. Heute Abend sprechen wir uns noch, sage ich dir. Dann kommst du wieder an. Also du bringst mich hier aus dem Zwiebelschneiden-Konzept. Leute werden denken, ich kann noch nicht mal Zwiebeln schneiden. Aber ich kann das eigentlich ganz gut. Wie kann man denn gut Zwiebeln schneiden? Nein, Zwiebeln schneiden kann da jeder. Nein, kann nicht jeder. Klar. Ich kann da so richtig profimäßig eigentlich, aber es klappt gerade nicht. Das ist jetzt wieder der Unterschied, warum Özlem bei diesem Video mitwirken darf. Weil ich hätte mir jetzt nicht annähernd die Mühe gemacht, das da alles so reinzumachen. Ich hätte es gleich in die Schüssel geklatscht. Jetzt haben wir nur noch mehr Aufwasch. Ja. Machst du ja den Aufwasch, ne? Deshalb kümmerst du dich auch. Merkt man sofort, dass der Chef die Nudeln gekocht hat. Alles beieinander. Also die Mühe hätte ich mir jetzt nicht gemacht. Ich hätte jetzt nicht das Gras geschnippelt hier. Das kommt zum Schluss, nicht? Aber so ist okay, ja, mache ich nicht. So. Jetzt haben wir hier die Nudeln einmal. Dann nehmen wir von dem. Nur so eine Kelle voll, das reicht schon. Reicht schon. Und da ist ein blöder Kern mit reingekommen. Den will ich nicht. So, Salz, Pilz. Hey! Du räumst die Küche doch später wieder auf. Sei froh, dass wir im Video sind. Pfeffer. Kann man machen, muss man aber nicht. Der Thunfisch an sich ist schon salzig genug. Die Gewürzgurken haben auch schon Salz. Was ich halt früher ganz gern gemacht habe, wir wollen ja keine Werbung machen, aber es waren so Kräuterlinge-Dinger hier. Mhm. Die habe ich mit drüber gestreut. Aber du hast das halt wieder. Wir auch ruhig. Nee, trotzdem, das können wir ja mit reinmachen. Ja. So. Oh, die habe ich in der Diät gefressen wie Sau. Ich weiß auch nicht warum. Die haben, ich weiß gar nicht, wie viele Kalorien. Na, hat ja das groß geht. Keine Kalorien. So. Jetzt. Alles rin. Alles rin. Rin. Mal lecker aus, ja. Also für meinen Geschmack wäre jetzt eigentlich zu wenig Thunfisch drin. Ich würde sogar noch eine zweite Dose reinhauen. Mhm. Ich habe ja einen hohen Proteinbedarf. Mhm. So. Siehst du? Was so ein bisschen grün einfach ausmacht. Ja, perfekt. Ne, Justin? Und wie eben schon gesagt, ihr könnt natürlich bestimmen, wie viel Thunfisch ihr da dran macht. Wenn ihr auch nicht abgeneigt seid, was ein bisschen Fett betrifft, dann kann man da auch noch Schafskäse oder anderen Käse mit beitun. Paprika hatten wir angesprochen. Genau, Paprika. Wer Oliven mag, kann auch Oliven dazu machen. Also ihr habt viele, viele Möglichkeiten, das so euch zuzubereiten. Und es ist einfach und lecker. Also ich hätte jetzt trotzdem ein bisschen Salat mit hinzugegeben, Salz hinzugegeben, aber schmeckt mal ab. Man kann ja noch was dazugeben. Ja, dann machen wir Bock hat. Ach, und ich hatte vielleicht gesagt, wer mag, kann auch Ei dazu machen, oder? Nicht? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ich finde, für die gerne gekochte Eier mögen, passt das bestimmt auch gut dazu. Mhm. Nur mal dran denken,
Das ist halt jetzt wirklich nur Kohlenhydrate und Eiweiß. Ja. In dem Moment, wo ich halt Eier dazu mache mit Eigelb oder Oliven oder mit irgendwelchen Ölen arbeite, ja, habe ich natürlich noch einen gewissen Fettanteil. Das halt einfach zu berücksichtigen, je nachdem, was ihr halt gerne essen müsst und wollt und was bei euch im Speiseplan bzw. in den Ernährungsplan passt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte den Kanal abonnieren. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann den Kanal auch abonnieren, weil dann habt ihr die Chance, dass ihr noch andere Videos seht, die euch nicht gefallen. Oder dass vielleicht auch mal eins dabei ist, das es euch gefällt. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, genau. Ciao. Ciao.